So Leute, ich mache noch mal ein kleines Video, und zwar geht es darum, ich mache eigentlich immer so eine Pack-Vorstellung, die habe ich jetzt total versaut. Und ja, wie man sieht, ist das hier das Lava-Legenden-Paket. Gut. Das sind zwei Charaktere, die man eigentlich schon kennt, die Walküre und der Kriegshund, Kriegslöwe. Jetzt nur in Feuerversion. Ich weiß nicht, also wer sich das unbedingt holen will, der kann sich das holen. Es sieht schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Aber das sind jetzt zwei Recycle-Charaktere, die man eigentlich auch so einen Shop bekommt. Irgendwann kommen die ja wahrscheinlich wieder rein. Die gab es ja nicht im Battle Pass oder so, die gab es ja mal im Shop, wenn dann irgendwann noch im Shop kommen. Ob man das sich jetzt gönnen sollte, ja, vielleicht, aber beide kosten, würden dann 40 Euro kosten, so würden sie 20 Euro kosten. Weil man, ja, man bekommt noch einen Gleiter, das finde ich ziemlich nice, ja, zwei Accessoires, aber schade finde ich, dass man für diesen Feuerlöwen, sage ich jetzt mal, ach, da steht's, vulkanischer Schlachthund. Dass man da für den nicht auch irgendwie einen Hängegleiter bekommt oder allgemein für die zwei nochmal eine Spitzhacke, dann hätte man eigentlich nochmal was. Oder irgendwie nochmal Challenge dazu, wie es bei dem gefallenen Liebesranger der Fall war. Was haben wir jetzt hier? Naja, Hängegleiter, Lava schwingen. Sieht interessant aus. Outfit vulkanische Walküre. Sieht eigentlich auch schon nice aus, aber naja. Rückenaccessoires, vulkanische Walkürenschwinge. Machen wir es da unten. Ja, sieht auch schon fresh aus. Outfit vulkanischer Schlachthund. Muss den jetzt mal angucken. Also da würde ich sagen, der sieht am geilsten aus, weil er so die Flammen zu Berge stehen und dann aus dem Mund so noch die Flammen rauskommen. Für den haben wir hier noch Rückenaccessoires, vulkanischer Wappenumhang. Ja, der sieht jetzt nicht so nice aus. Ja, keine Ahnung, also wer sich das holen will, der kann sich das holen. Ich bin mir unsicher, ob ich mir das holen sollte. Das ist, ja, na gut, beim gefallenen Liebesranger habe ich auch nicht gemeckert, aber da war das halt so, dass man auch seine V-Bucks da quasi zurückbekommt. Hier hat man also geschenkt bekommen. Hier kriegt man insgesamt eigentlich nur einen Charakter geschenkt und halt, sag ich jetzt mal, den Hängegleiter.